Ich mache dieses Getränk eigentlich oft, wenn ich keine Zeit habe zum Frühstücken, ich irgendwie relativ früh ein Meeting habe oder sowas. Hi und willkommen bei Affengeil. Ich werde dir heute ein Rezept zeigen, und zwar etwas, was du sehr schnell zubereiten kannst zu Hause, super easy ist, und das kannst du einfach sofort mitnehmen, wenn du möchtest, oder eben zu Hause kurz als kleines Frühstück oder Vorfrühstück genießen. Es ist so, ich habe jetzt hier schon ein paar Cashewkerne reingetan. Das heißt, wir haben Cashewkerne drin, und ich habe jetzt drei Datteln reingemacht. Kannst du einfach nach Belieben süßen. Also Datteln sind dazu da, um es einfach süßer zu machen, ein bisschen Energie zu liefern. Genau. Was jetzt noch reinkommt, ist, ich habe jetzt Hafermilch genommen. Du kannst natürlich jede beliebige Milch nehmen, die du möchtest. Es ist eigentlich auch so, dass nur so ein kleiner Schluck reinkommt oder ein bisschen mehr als ein kleiner Schluck. So, das heißt, ich tue auch echt nicht viel rein. Ich tue jetzt ordentlich Cold Brew rein. So, das heißt, im Prinzip ist es so, dass es ein Shake ist, der dir ordentlich Energie liefert. Es ist kein Smoothie. Genau, ich tue jetzt hier in so einen Mixer rein. Ich habe hier einen von WMF. Einfach rein damit und einmal kurz gut durchmixen wegen der Nüsse. Jetzt müsste es eigentlich relativ gut durchgemixt sein. Das heißt, du kannst ihn jetzt eigentlich auch zu Hause austrinken. Du hast ordentlich Süße drin, du hast ein bisschen Milch drin, du hast ordentlich Kaffee drin und ja, Fette. So, für den zweiten hat es jetzt kaum gereicht. Das heißt, mein Kameramann wird ein bisschen weniger bekommen als ich. Nee, ist Scherz, ich teile gerne. Ich mache dieses Getränk eigentlich oft, wenn ich keine Zeit habe zum Frühstücken, ich irgendwie relativ früh ein Meeting habe oder sowas. Dann mache ich mir den Shake einfach schnell fertig. Das heißt, ich bin wach, ich habe genug Zucker, ich habe Nüsse, ich habe meine Fett drin und nehme den einfach mit schnell zur Arbeit und trinke ihn einfach die ganze Zeit. Finde ich eigentlich eine ganz coole Variante zum normalen Kaffee, weil du halt einfach die Süße hast, aber die natürliche Süße aus Datteln. Ich mag es gerne. Ich hoffe, dir schmeckt es auch, wenn du es ausprobiert hast. Wenn es dir gefällt oder wenn du es magst, jetzt gerade auch für die kältere Jahreszeit, kannst du auch gerne ein bisschen Zimt einfach nehmen, frischen, und ein bisschen drüber reiben. Ich mag Zimt eigentlich sehr gerne. Es gibt ja auch Leute, die mögen nicht so gerne Zimt, aber Zimt ist eigentlich auch relativ gesund. Zu laut, wenn ich rede, nur treibe. Zimt ist eigentlich relativ gesund, kurbelt den Stoffwechsel an, deswegen auch eine coole Art und Weise, einfach dein Getränk ein bisschen aufzupeppen. Ja, also cheers. Also, wenn dir das Rezept gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach hier abonnierst, Daumen nach oben gibst oder vielleicht auch kommentierst, was dich noch interessieren würde, was du gerne sehen würdest. Schreib einfach. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, und hoffe, du hast Spaß beim Nachmachen.